Hallo allerseits, herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Vortrag bei der FrostCon. Mein Name ist Michael Bank. Ich arbeite für die Creative GmbH. Wir sind ein herstellerunabhängiges Open Source Consulting Unternehmen. Wir machen Trainings, wir machen Support, wir machen Betrieb, 24/7, alles Mögliche. Mit einem gewissen auch Schwerpunkt auf sowohl Cloud-Themen als auch insbesondere PostgreSQL. Da haben wir ein PostgreSQL Competence Center, wo ich auch Teil davon bin, und wir suchen auch immer neue Mitarbeiter, die uns da verstärken können. Mein Vortrag heute ist sicherer PostgreSQL-Betrieb nach BSI-Grundschutz. Ich habe die Vortragsfolien hier hochgeladen. Wer sich die vielleicht herunterladen will, um sie gleichzeitig anzuschauen, während ich den Vortrag halte. Aber ich hoffe, man kann das auch so einigermaßen gut erkennen. Genau, ich würde zuerst ein paar Worte zu Postgres sagen. Die meisten werden es hoffentlich kennen, wenn sie sich hier den Vortrag anhören. Postgres selber sagt, es wäre the world's most advanced open source relational database. Es ist entstanden in Berkeley als ein Forschungsprojekt, aber inzwischen wird es von sehr vielen Leuten produktiv und im unternehmenskritischen Einsatz eingesetzt. Es ist herstellerunabhängig aufgrund der BSD-Lizenz. Es gibt keine Copyright-Assignments, es gibt kein Open Core, keine Enterprise-Version, keine Dual-Lizenzierung. Es gibt natürlich aufgrund der BSD-Lizenz jede Menge Forks, aber Postgres selber ist herstellerunabhängig und der kommerzielle Support ist von mehreren Firmen, unter anderem eben Creative, erhältlich. Es hat einen hohen Fokus auf Datenintegrität, es ist kompromisslos, stabil und zuverlässig. Es hat eigentlich alle, auch von SQL-Seite, alle Sachen, die man sich so vorstellen kann, ein paar gute Erweiterungen. Es hat insbesondere jede Menge Enterprise-Features, die man benötigt für den unternehmenskritischen Einsatz, von Replikation über analytische Sachen, über gute Möglichkeiten, die Sache zu administrieren, jede Menge Open-Source-Projekte außenrum, wie PostGIS, für Spatial und so weiter. Das geht auch dazu über, dass es sehr viele Erweiterungen gibt, die auch zum Beispiel alle in den Debian oder Ubuntu oder auch Red Hat Distributionen erhältlich sind. Man kann Funktionen in vielen verschiedenen prozeduralen Sprachen schreiben, nicht nur in SQL, und es gibt auch Treiber für ganz viele Programmiersprachen. Es ist so, es gibt ja insgesamt drei große Open-Source-Datenbanken, wobei MySQL weiterhin die mit Abstand beliebteste ist. MariaDB ist da sicherlich auch im Kommen. Und wenn man sich das DB Engines Ranking anschaut, MariaDB ist dann ungefähr da auf der blauen Linie, wo DB2 ist. Oben die drei sind Oracle, MySQL und SQL Server. Und diese vier sind alle so ein bisschen seit den letzten 5 Jahren stagniert, während Postgres kontinuierlich an Popularität hinzugewonnen hat. Man muss dazu sagen, die Skalierung ist logarithmisch, also es ist nicht ganz bei der Hälfte, aber nimmt potenziell immer weiter zu. Gut, das soweit dazu. Was ich eigentlich heute besprechen will oder vortragen will, ist eben BSI-Grundschutz. Das ist natürlich erstmal für viele in der Open-Source-IT-Szene so ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen oder SAP-Migration vor sich haben. Da hat man vielleicht nicht unbedingt die besten Vorstellungen von. IT-Grundschutz ist generell vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik herausgebrachter Leitfaden, wie man IT sicher umsetzen kann im unternehmenseigenen Informationstechnik. Das ist die Wikipedia-Definition davon. Es gibt auch einige internationale Konzepte in der ähnlichen Sache, PCI-Compliance für zum Beispiel Kreditkartenhersteller. Dann gibt es noch HIPAA oder wie das heißt, für Versicherungen. Es gibt die Common Criteria und DISA, STIG, Secure Technical Implementation Guide von dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Wie man hier sieht, gibt es da auch für Postgres eine Umsetzung. Das heißt, man kann Postgres auf dieser Ebene sehen und eben auch auf dieser Ebene betreiben. Gut, was oder wie kommt IT-Grundschutz an? Üblicherweise wird das konzernweit oder behördenweit eingeführt.
Es gibt dann ein Projektteam, es gibt dann externe wahrscheinlich, irgendwelche Dienstleisterleute, die das eben hauptberuflich oder spezialisiert machen. Da würde ich jetzt kreativ nicht dazu zählen. Was wir sicherlich gemacht haben in den letzten Jahren, ist Kunden oder also auch aus privat oder aus dem behördlichen Umfeld bei der Umsetzung von und auch der Konzipierung von IT-Grundschutz im Bereich Postgres konkret zu helfen. Das heißt, wir sind jetzt kein Spezialist für den kompletten Umstieg eines Betriebs oder einer Behörde auf IT-Grundschutz. Aber wir haben da im Bereich Datenbanken und insbesondere Postgres durchaus Kunden geholfen. Generell ist es so, dass man verschiedene Phasen hat, die auch oft jedes Jahr wiederkommen. Dass man zunächst eine Planungsphase hat, eine sogenannte Schutzbedarfsfeststellung. Dann muss man gewisse Konzepte erstellen, falls sie noch nicht vorhanden sind, oder vielleicht anpassen auf Grundschutz. Man muss dann diese Konzepte umsetzen, beziehungsweise dokumentieren, wieso man Sachen jetzt nicht umgesetzt hat, und bekommt dann oder hat dann normalerweise irgendwelche Audits, irgendwelche Test-Audits, Audits und bekommt dann auch eine Zertifizierung. Oft ist es dann so, dass vielleicht nur ein Teil auditiert oder zertifiziert wird zunächst oder beziehungsweise auditiert erstmal und dann geht der Kelch vielleicht an den Datenbanken in einem Jahr vorüber, aber im nächsten Jahr ist es dann der Fall. Genau, die Datenbankadministratoren sind oft eben mit eingebunden. Datenbanken sind üblicherweise oder sind oft unternehmens- oder behördenskritische Infrastruktur, haben eben die schützenswerten Daten, die es eben durch IT-Grundschutz zu schützen gibt. Und da sind die DBAs immer oft Teil bei diesem Unterprojekt dabei. Es ist dann auch oft so, wenn dann irgendein Kunde oder so, vielleicht man ist ein Dienstleister für Kunden, wenn da ein Kunde eben diese besonderen Umsetzungen oder Zertifizierungen nach IT-Grundschutz wünscht, dass man auch eben mit denen dann zusammenarbeitet und da auch dann eine gewisse Mitwirkungspflicht des Kunden besteht. Es ist auch auf jeden Fall so, dass wenn sich ein Konzern oder eine Behörde dazu entschließt, das umzusetzen, dann muss das von oben passieren. Die Leitung muss da auch vorangehen und nicht einfach sagen, macht mal, sondern das muss gewünscht werden und eben auch dann der Umsetzungswille da sein, dass die Leute, die das machen müssen, eben dann auch die Möglichkeiten und die Ressourcen bekommen, das zu machen und nicht einfach nur sozusagen als Überstunden hinten dran noch zum zusätzlichen Betrieb reingehauen wird. Als Überblick über die generelle IT-Grundschutz-Sache, man hat sogenannte elementare Gefährdungen, die man sich anschauen sollte. Es gibt dann verschiedene Bausteine, komme ich gleich dazu, und jeder Baustein hat dann eine eigene Gefährdungslage und insbesondere Anforderungen, früher hieß das eher Maßnahmen, die dann eben umgesetzt werden müssen oder sollten. Es gibt sogenannte Basisanforderungen, die müssen auf jeden Fall umgesetzt werden. Das ist dann diese IETF, must, also muss groß geschrieben in dem Fall. Und es gibt dann Standardanforderungen, die sollten umgesetzt werden, wobei man das eben im IETF-Kontext sehen sollte. Man muss das normalerweise umsetzen. Man kann es aber eventuell argumentieren, wenn man das sorgfältig abwägt, dass vielleicht ist das zu teuer oder vielleicht ist das zu kompliziert oder vielleicht ist es tatsächlich nicht nötig, dann kann man das wegargumentieren bei diesen Standardanforderungen. Und dann gibt es zusätzlich eben noch Anforderungen bei erhöhtem Schutzbedarf. Da gehe ich jetzt aber nicht so genau drauf ein. Zum Thema Schutzbedarf würde ich dann nachher noch was zu sagen. Zusätzlich gibt es auch Umsetzungshinweise zu bestimmten Bausteinen oder Unterbausteinen, wobei es da jetzt bei Datenbanken, also für Oracle, Umsetzungshinweise gibt, aber meines Wissens für Postgres bisher nicht. Welche Bausteine gibt es? Das sind die Bausteine. Da sind sicherlich, wenn man das komplett ganz einheitlich sieht, ist da alles mehr oder weniger wichtig, aber wenn man es vielleicht aus der Sicht eines Datenbankadministrators, was jetzt hier so in diesem Vortrag der Punkt wäre, man ist Datenbankadministrator oder man ist vielleicht Freiberufler, der Leute als Datenbankadmin oder Consultant berät oder unterstützt, dann sind vielleicht eher diese Unterbausteine relevant und da dann insbesondere der Unterbaustein APP43, relationale Datenbanksysteme. Der Rest mag dann, je nachdem wie auch die Organisationsstruktur ist, wichtig sein oder eben auch nicht. Dieser Baustein 4.3 hat
diese Gefährdungslage, das ist jetzt nicht so besonders überraschend. Das sind alles Sachen, die man eigentlich mit gesundem Menschenverstand einigermaßen generell sehen würde. Was ich jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher auch kurz besprechen will, ist der Schutzbedarf. Man hat die sogenannten Grundwerte, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Der Schutzbedarf ist eben dann die Auswirkung, was passiert, wenn diese Grundwerte verletzt sind. Und dann hat man drei Stufen. Man hat den Schutzbedarf normal, das heißt, wenn es eben die Verfügbarkeit oder die Integrität oder die Vertraulichkeit wechselt, dann ist das begrenzt und überschaubar. Vielleicht, weil man Backups hat, wenn jetzt zum Beispiel die Sache nicht mehr da ist oder weil vielleicht die Daten jetzt nicht so furchtbar wichtig sind, unternehmenskritisch, dass man sie nicht wieder ersetzen könnte oder dass es halt eben dann das Unternehmen hinunterzieht, wenn sie öffentlich werden. Aber wenn der Schutzbedarf eben hoch ist oder sehr hoch, dann kann es schon sein, dass eben das die zentralen Daten sind, vielleicht einer Versicherung oder so, die, wenn sie dann weg sind oder im Internet auftauchen, das Unternehmen existenziell bedrohen können. Im Allgemeinen würde ich davon ausgehen, dass man einen normalen Schutzbedarf hat, was allerdings trotzdem bedeutet, dass man eben die meisten dieser Anforderungen umsetzen muss und aber nicht jetzt paranoid komplett alles mitprotokollieren, loggen und so weiter oder jeden Mitarbeiter da sogenannt irgendwelche Fußfesseln oder so ansetzen müsste im übertragenen Sinn. Im Prinzip, was man auf jeden Fall hat, man macht eine sogenannte Schutzbedarfsfeststellung. Kann man hier vielleicht direkt übergehen. Das ist so eine ganze Modellierung aller Komponenten. Da gibt es dann auch bestimmte Tools, da gibt es dann Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Man macht das nach dem sogenannten Maximalprinzip. Das ist natürlich dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel Kunden hat, wie der neue Kunde, müsste man dann oder muss man den Schutzbedarf für den Kunden dann neu bestimmen. Aber wie gesagt, im üblichen Fall ist das ein normaler Schutzbedarf. Man muss dann im Rahmen der Umsetzung vom BSI konkrete Sicherheitsmaßnahmen entwickeln. Man muss die dokumentieren, wieso jetzt irgendwelche Anforderungen oder Maßnahmen ausreichend sind jetzt oder warum sie nicht gemacht werden müssen. Man sollte sie dann auf jeden Fall auch priorisieren, also was sollte auf jeden Fall als erstes passieren, was ist am wichtigsten, damit man dann einen Umsetzungsplan aufmachen kann, erstellen kann. Und da vor allem ist es wichtig, dass man Verantwortliche definiert, wer dann was macht. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es gibt auch eine gewisse Angemessenheit, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Also lohnt es sich jetzt da hunderte, tausend Euro für irgendein Spezialprodukt auszugeben, um jetzt da bis aufs Komma diesen eine Anforderung umzusetzen? Oder kann man vielleicht mit geringerem Aufwand 95 oder 90% der Anforderungen umsetzen und den Rest dann eben wegargumentieren, weil der finanzielle Aufwand zum Beispiel dann zu hoch wäre? Genau, man hat dann oft den Fall, dass man jede Menge Konzepte erstmal erstellen oder überarbeiten oder zusammenbringen muss. Es gibt dann ein übergeordnetes Sicherheitskonzept, wo dann aus Sicht der Datenbankadministration auch gewisse Einzelheiten reingeschrieben werden müssen. Also entweder gibt es dann ein gesamteinheitliches Sicherheitskonzept oder man muss eben für den Bereich Datenbanken dann eins im Rahmen oder in dem Kontext konzipieren. Was man auf jeden Fall auch machen sollte oder muss, sind ein Benutzer- und Berechtigungskonzept zu schreiben, um mal zu erklären, welche wie Benutzer angelegt werden oder welche Berechtigungen sie bekommen sollten. Und auch ein Datensicherungskonzept und ein Protokollierungskonzept kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man BSI sich zertifizieren lassen will. Was hilfreich und sinnvoll ist, aber vielleicht nicht unbedingt nötig, ist ein Log-Auswertungskonzept und auch ein Monitoring-Konzept, wenn es da ein bisschen, man kann natürlich ein sehr kurzes Monitoring-Konzept schreiben und sagen, man macht das und das war's, aber hilfreich ist dann natürlich, wenn man das im Monitoring ein bisschen ausführlicher machen will, dass man das auch besser konzipiert, aber zum Monitoring bzw. zu den meisten von diesen Punkten kommen wir dann später nochmal. Generell vielleicht zu dem Punkt jetzt hier die Erwartungshaltung. Also ich würde jetzt mal in den nächsten Folien generell die Best Practices oder Möglichkeiten, die wir so dann in der Umsetzung, aber auch im laufenden Betrieb
von BSI mit Kunden gesehen haben, vorstellen, was wir halt für sinnvoll halten. Und man muss da auch generell auf jeden Fall sagen, wenn man jetzt, sage ich mal, in einem Startup-Unternehmen ist, das dann vielleicht hochwächst, das dann jetzt schon mehrere Dutzend, hundert Mitarbeiter hat, aber am Anfang hatte man vielleicht halt nur ein paar und da gab es halt eine Datenbank und das war halt dann diese typische PET-Geschichte, PET statt Kettle. Man weiß dann genau, der Kollege X hat am Tag Y den Parameter Z in der Datenbank auf so und so geändert und die Kollegin A hat das dann so und so einen anderen Parameter gemacht. Das kann man sich alles noch merken, wenn man nur eine Datenbank hat. Aber wenn man eben ein Dienstleister ist und da viele Kunden hat und die halt vielleicht nicht alles per Self-Service oder per Cloud oder automatisiert machen, sondern da dann immer einen auch ein bisschen nerven müssen, wenn sie eine neue Datenbank haben wollen oder eine neue Erweiterung, dann ist es eben sinnvoll, solche Konzepte zu haben, solche Umsetzungen zu haben und dann auch eben diese Sachen zu leben, um den Betrieb dann zu verbessern. Das heißt, wenn man erstmal diese Skalierung hat von ein paar Datenbanken zu hunderten Datenbanken und sich keinerlei Gedanken macht, dann fällt man irgendwann wahrscheinlich sehr stark auf die Schnauze und da ist eben dann BSI, Grundschutz, ein mit Augenmaß umgesetzter BSI-Grundschutz unserer Meinung nach ein sinnvoller Weg, das zu machen. Gut. Als erstes, was man sehen sollte, ist die Trennung der Arbeitsbereiche. Es gibt dann oft technische DBAs und fachliche DBAs und Systemadministratoren. Wie gesagt, bei einem Startup-Umfeld ist es dann oft so, dass es eine Person ist oder das ist einfach DevOps oder weiß ich nicht was. Aber im größeren Umfeld und gerade auch bei Behörden hat man dann oft Teams. Und ein Team ist eben für die Einrichtung der Serverinstanzen und auch der Backups zuständig und das andere Team ist dann eben für Anwendungen zuständig, betreut die und erstellt da oder sorgt dafür, dass die Anwendung das Schema erstellt oder erstellt eben das Schema und die Datenbankänderungen und da gibt es diese Abtrennung. Und da ist, sollte man eben dann vor allem, wenn man im Bereich technische DBAs dann da zuständig ist, auf jeden Fall darauf drängen, dass es Auftragsberechtigte gibt und nicht einfach jeder Entwickler einem sagen kann, hier, ich brauche heute kurzfristig Zugriff auf die Prod, mach mal, sondern dass man da dann eben jemanden hat, der klarer Ansprechpartner ist und der das erlaubt. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man zum Beispiel externer Dienstleister ist oder Freelancer und dann nicht Teil des Unternehmens ist und dann auch nicht so den Überblick hat, wer eigentlich da was zu sagen hat. Da kann man sich dann sehr gut darauf berufen. Ja, Auftragsberechtigter soll Ticket erstellen zum Beispiel. Das ist eigentlich hilfreich. Genau, es ist dann oft so, dass die fachlichen DBAs vielleicht entweder nur eine Person ist, die dann Liaison ist zu irgendeinem externen Dienstleister oder Hersteller von einem Nischenprodukt und die Hersteller, die Entwickler des Herstellers, die sagen dann, ja, sie brauchen dies und das und der macht eben dann den Auftrag. Manchmal sind es aber auch Inhouse-Entwickler oder eben tatsächlich dann, das ist eher seltener der Fall, würde ich sagen, aber tatsächlich dann auch wirklich fachliche DBAs, die das dann sich auf Postgres spezialisiert haben und da auch sehr gut zum Beispiel Performance-Tuning und so weiter machen können. Genau, oft ist es weiterhin so, dass die Systemadministration dann noch in einem anderen Team ist, das heißt, die technischen DBAs haben keinen Systemzugriff, also SSH-Zugriff hat man normalerweise, aber vielleicht keinen Root-Zugriff. Man muss dann die technischen DBAs bitten, Pakete einzuspielen und so. Oft ist es dann vielleicht auch so, dass man gar nicht per sudo sich einloggen kann als Postgres-Nutzer, sondern halt nur Start-Stopp von Postgres macht. Das muss man dann halt sehen. Aber diese Trennung der Arbeitsbereiche und die Abgrenzung und die Dokumentation der Abgrenzung, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Dann auch sehr wichtig, was oft überraschend oft eigentlich nicht eingehalten wird, ist die Separierung von Test- und Produktivdaten. Generell ist es so, ich habe dann versucht, wenn ich jetzt hier spontan den richtigen BSI-Baustein habe, da auch ein Zitat einzufügen. Hier habe ich es jetzt auf Anhieb nicht gefunden, aber das ist auf jeden Fall sozusagen im Kontext von BSI wichtig und nötig, dass man
produktiv und Testdaten nicht in der gleichen Datenbank hat oder im gleichen Instanz. Ich habe das schon durchaus auch von Kunden von uns erfahren, dass man dann Anruf kriegt und sagt, ja, Entwickler hat sich aus Versehen auf die falsche Datenbank verbunden und hat dann sein Testskript ausgeführt und jetzt ist alles weg, bitte helft mir, wir haben aber leider auch kein Backup. Und sowas kann halt dann nicht passieren, wenn man produktiv von Testdaten trennt und die Entwickler dann eben zum Beispiel keinen Zugriff auf die Produktivdaten haben. Die mögliche Separierung in Postgres, da gibt es verschiedene Abstufungen. Auf jeden Fall kann man oder generell mal, um Datenbanken abzugrenzen, hat man auf die Host- oder virtuelle Maschine- oder Container-Ebene. Dann ist es da sozusagen eine logische oder physikalische Separierung und es ist ganz klar, dass man da eben nicht draufkommt. Zusätzlich kann man auf einem Host oder in einer virtuellen Maschine mehrere Instanzen von Postgres gleichzeitig laufen lassen. Die sind dann auch vollkommen voneinander unabhängig, wenn die fachlichen DBAs oder Entwickler keinen Shell-Zugriff haben, was üblicherweise auch nicht nötig ist, dann können die auch wirklich nicht sagen, was da sonst auf der Maschine läuft. Also nur wenn man sich mit einer Datenbank in einer Instanz verbindet, kann man überhaupt nicht sagen, was in den anderen Instanzen los ist. Etwas weniger dann wäre die Datenbank. Das heißt, man hat in einer Instanz mehrere Datenbanken und Entwickler A erlaubt es, sich zu Datenbank A zu verbinden und Entwickler B zu Datenbank B. Dann würde aber Entwickler B zum Beispiel sehen, dass es Entwickler A gibt, weil Rollen in Postgres globale Objekte sind und man die auf jeden Fall sehen kann. Insofern ist es da eigentlich sinnvoll, dass verschiedene Kunden, wenn möglich, eigene Instanzen bekommen. Wenn sie auch jetzt zum Beispiel, man hat jetzt einen großen Rechner für alle Testinstanzen, dass man da halt jedem Kunden einzelne Instanzen gibt. Noch schlimmer oder weniger sinnvoll ist auf Schemaebene das zu separieren, weil man dann auch die Datenbankobjekte sieht. Das ist eigentlich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Das wäre per BSI nicht möglich. Auf jeden Fall erstmal der oberste Punkt. Produktive Instanzen sollten auf dem eigenen Server laufen, entweder virtuelle Maschine oder eigener physikalischer Host. Dass man da die Abgrenzung hat und die auch dann zum Beispiel besser physikalisch schützen kann, in einer besseren Schutzzone oder wie auch immer dann sehen kann, vielleicht dann auch redundante auslegen kann, die gut, ob jetzt die Hardware besser ist oder nicht, das ist dann eher eine taktische Entscheidung, wie man da die Testumgebung einrichtet, ob man da die gleiche Daten haben will oder nicht. Ansonsten muss man dazu sagen, das Ressourcenmanagement von mehreren Instanzen auf einem Host ist ohne virtuelle Maschinen und Container schwierig. Es gibt eine Cgroup-Erweiterung, die ist aber nicht sehr Mainstream, würde ich sagen. Da muss man eben aufpassen, dass die einzelnen Instanzen dann nicht den anderen Instanzen die Ressourcen wegnehmen. Genau, das soweit zur Separierung von Test- und Produktivdaten. Das ist auf jeden Fall ein erster Punkt, der wichtig ist und der beherzt werden sollte. Dann die andere Sache, die eigentlich hilfreich ist, die wir empfehlen umzusetzen, ist Notfall, Nutzer, Host, Plan, Übung zu haben. Also einen Plan zu haben, wenn was passiert, irgendwie ein Disaster Recovery Plan oder auf jeden Fall schon mal einen Notfallnutzer zu haben, der vielleicht auf jeden Fall irgendwie auf die Datenbank kommt von überall her. Das Passwort sollte halt sicher sein, aber dann eben in einem Tresor hinterlegt oder dem Keystore, sodass Leute im Notfall darauf zugreifen können und es dann eben auch auditierbar ist, wer das gemacht hat. Wichtig auch, wenn man sich mit einem über einen Jump-Host verbindet, dass man da einen Notfall-Jump-Host hat, falls der übliche down ist und man dann halt dann zur Not was machen kann. Und auch ein Notfallplan, also was passiert im Notfall, wie ist die Eskalationskette, wer wird alarmiert und das sollte man eben auch üben, vielleicht einmal im Jahr, dass man den Notfallplan übt. Das dazu. Dann der nächste Punkt wäre Datenbank-Lebenszyklus und hier jetzt wieder ein Zitat aus dem BSI-Grundschutz. Die Datenbanken müssen eben nach einem definierten Prozess angelegt werden und die Informationen müssen dokumentiert werden und es muss auch ein Prozess etabliert werden, wie man eben Benutzer oder Berechtigungen anlegt, genehmigt, eingerichtet, modifiziert und wieder entzogen werden, dass man diesen Lebenszyklus lebt und da auch einen gewissen Paper Trail hat. Also das fängt an mit der Beantragung, man kann das machen per Formular oder per Ticket. Was wir hier empfehlen würden, wäre möglichst wenig Auswahl den Leuten zu geben, weil natürlich hat man manchmal auch mit Leuten zu tun, die sich da genau auskennen oder man hat vielleicht
irgendwelche Hersteller, die dann sehr genau die Vorgaben haben. Aber oft wissen die Leute auch nicht so genau, was sie brauchen. Und wenn man ihnen dann von 1 bis 99 Terabyte erlaubt, irgendwas auszuwählen an Storage oder, weiß ich nicht, die V-Cores beliebig einzusetzen, dann hat man dann x-beliebig verschiedene Instanzen überall rumlaufen. Also ist es da auch eigentlich hilfreich, sowas wie S, M, L, X, XL oder sowas zu haben, wie es man von Cloud-Betreibern üblicherweise gewohnt ist, und dann auch dementsprechend dann den Speicher oder gut, den Storage, das ist dann nochmal eine andere Sache, ein anderer Freiheitsgrad, aber zumindest die Cores und den Speicher da schon mal so zu skalieren. Und auch sonst möglichst wenig den Kunden jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Details des Backups zu überlassen, wenn das nicht nötig ist. Man kann natürlich alles dann noch individuell absprechen, wenn es nötig ist, aber wenn man eine gewisse Größe hat, Pet, not Kettle, sollte man da möglichst einheitliche Instanzen haben. Die Inbetriebnahme ist dann immer gut, eine Checkliste zu haben. Oft ist es dann so, man muss irgendwie Storage bestellen beim Storage Management oder man muss eventuell virtuelle IP-Adressen bestellen bei irgendeinem Netzwerkinfrastrukturmanagement. Man muss die Pakete einspielen lassen, man muss dies oder man muss das machen. Und da ist es gut, wenn man eine Checkliste hat oder eben auch ein Playbook von Ansible oder Terraform, dass die bestimmten Schritte dann macht. Man kann diese Schritte dann auch vielleicht in irgendwelche Skripte noch vervollständigen. Aber wichtig auch ist, dass man den Kunden das am Ende dann abnehmen lässt, dass man dann die Sicherheit hat, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, was man da abgeliefert hat und dann sozusagen dann auch die Dokumentation hat, dass es das ist, was der Kunde wollte. Man hat in der Vergangenheit immer wieder gehabt, dass man dann nach Monaten kam, ja, nee, das muss ja ganz anders sein, machen Sie das mal so und so, das wollten wir nicht. Und wenn der Kunde das halt unterschrieben hat, dann kann da nicht mehr so viel passieren, da kann man das verargumentieren. Genauso bei Änderungen, neue Datenbanken, neue Nutzer, Änderungen der Nutzer, zusätzliche Erweiterungen, Konfigurationsänderungen, wenn das eben auch nicht Self-Service irgendwie geht, dass man diese Sachen dann dokumentiert, da einen Plan hat, wie das passiert, einen Ablaufplan, und das auch verschriftlicht hat. Das Gleiche gilt dann, dass man sich überlegt, wie man Patching und Major Upgrades macht. Major Upgrades würde ich jetzt nicht groß hier diskutieren, aber das Patching kommt dann gleich auch noch in einer eigenen Folie. Und ansonsten auch sehr wichtig, weil man da vielleicht nicht unbedingt jedes Mal dran denkt, dass auch die Aussonderung oder die Entfernung von Datenbanken oder Instanzen eben bedacht werden sollte, dass es da eben auch wieder eine Checkliste gibt oder ein Playbook, was passiert, was man da macht, muss man zum Beispiel den letzten Stand noch archivieren und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen sollte man in einem Betriebshandbuch auch zusammenschreiben. Die Checklisten kann man dann da drin haben, kann man ausgliedern. Man kann auch generell die ganzen Arbeitsabläufe da reinschreiben. Man sollte das jetzt nicht zu fein granular machen, also nicht jeden Copy-Befehl oder sowas oder nicht jedes Fehler, den man irgendwann mal gefunden hat und was man da gemacht hat, irgendwie da unbedingt reinschreiben. Das sollte auch nicht zu unübersichtlich werden. Aber die üblichen Arbeitsabläufe sollten da drin sein. Das ist dann auch wichtig für Onboarding von neuen Kollegen oder wenn jemand da mal im Notfall draufschauen muss, dass er sich da nicht erst hunderte Seiten anschauen muss. Da auch wieder wichtig, weil diese ganzen Konzepte und das Betriebshandbuch und so, das muss oft dann irgendwie freigegeben werden vor einer Zertifizierung oder einem Audit, dass man da halt dann, oder es muss auch versioniert werden und so, dass man da keine dynamischen Daten drin hat, wie irgendwie die Liste der Hosts, sondern dass man das alles auch in externe Dokumente auslagern kann, vielleicht auch wie das Monitoring zum Beispiel aufgebaut ist und so, dass es da alles auf externe Dokumente auch verwiesen werden kann, damit das Betriebshandbuch selber dann auch nicht so groß ist. Genau, die waren wir eben gerade auch schon so ein bisschen dabei gewesen. Wichtig ist eben auch die Dokumentation von Änderungen und Störungen, gerade letzteres sollte man nicht unterschätzen, wenn was passiert, dass man das dann eben auch dokumentiert, was ist passiert, wann ist es passiert, wie hat man es behoben und dann vielleicht auch ein Postmortem macht mit den entsprechenden Gruppen. Aber generell die Änderungen, es ist relativ egal wie, es ist halt wichtig, dass sie dokumentiert sind, dass man das auch noch in 2-3 Jahren nachvollziehen kann, vor allem wenn man eben nicht nur eine Datenbank hat, sondern Dutzende oder Hunderte. Da ist es dann egal, ob man das in einem SharePoint macht oder ausgefüllte PDF-Formulare für Beantragungen oder Änderungen.
dass man die dann irgendwo ablegt, auf irgendwelchen Shares, dass man vielleicht Textdateien nur hat, was hat man geändert, dass das auf jeden Fall auch in irgendwelchen Tickets ist oder eben auch, kann sein, in Git nachvollziehbar ist, wenn man GitOps zum Beispiel lebt. Genau, das dazu. Dann der nächste Punkt wäre die verwendete Version und Patchplan. Da ist auch vom BSI relativ stark vorgeschrieben, dass man das machen muss, dass man patchen muss, dass das zeitnah passiert und eben auch, dass man das in einem Testsystem macht und dass man eben schaut, was die Update-Zyklen sind. Hier ist man mit Postgres eigentlich auf einer sehr guten Ebene. Also die Major Releases werden 5 Jahre lang unterstützt von Postgres selber. Man muss da keinen Enterprise Support einkaufen oder so. Man bekommt einfach die für jedes Major Release Patches 5 Jahre lang. Diese Patches sind planbar. Sie sind 4-mal im Jahr, jeweils am zweiten Donnerstag des zweiten Monats eines Quartals. Man kann sich da also einen Termin erstellen im Kalender. Ansonsten gibt es halt auch ein Security-Team für außergewöhnliche Sicherheitsvorfälle, aber in den letzten 5 Jahren ist es nur einmal vorgekommen, dass es dann out of band nochmal ein Point Release gab. Üblicherweise werden die Sicherheitsvorfälle halt einfach dann am Ende noch mit reingenommen und announced mit den vierteljährlichen Patch Releases. Als genereller Tipp, neue Major-Versionen sind nach ungefähr 2 bis 3 oder 2 bis 4 Point Releases bereit für den Produktiveinsatz, also so ungefähr ein Jahr nach Produktivgehung. Man sollte das natürlich dann auch entsprechend testen, ob das im eigenen Umfeld dann sinnvoll ist und dann auch explizit freigeben für die Kunden zur Benutzung. Generell, wenn man das auf Linux betreibt, Distributionspakete sind verfügbar über Postgres, also vom Postgres-Projekt, sowohl für Debian Ubuntu mit PostgresQL.org, als auch für Red Hat CentOS SUSE Linux Enterprise bei Young PostgresQL.org. Und da bekommt man für alle aktuell, also 5 Jahre, also meistens hat man 5 Major Releases, die von Postgres unterstützt werden. Und dann hat man auch jede Menge Major Releases der Red Hat, oder also Red Hat 7, Red Hat 8, Red Hat 6 oder Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04. Für diese alle unterstützten Stable- oder Long-Term-Support-Versionen bzw. Major-Versionen gibt es die Pakete. Die kann man sich da runterladen und das sind die offiziellen Pakete. Das ist unabhängig von denen, was die jeweilige Distribution als Standard-Postgres-Paket hat. Wenn man dann erst zum Patchen kommt, ist es so, man muss die Pakete halt einspielen, wir einspielen lassen und die Instanzen dann neu starten. Das bedeutet, laufende Abfragen und Sessions werden beendet. Deswegen ist es sinnvoll, da ein Wartungsfenster zu haben oder eben dann organisatorischen Vorlauf. Man braucht dann auch wieder Ansprechpartner oder Verantwortliche. Das heißt, auch da ist es wieder gut, dann eben zu wissen, wer ist da Auftragsbevollmächtiger oder beziehungsweise Ansprechpartner für sowas, dass man die halt dann irgendwie automatisch anschreiben kann. Oder was vielleicht noch besser ist, vor allem wenn man dann viele verschiedene Instanzen und Hosts hat, dass man einfach festlegt, dass es ein Wartungsfenster gibt und der Kunde dann damit rechnen muss, dass es eben mal einen Neustart gibt. Das ist bei den meisten Sachen dann vielleicht auch okay, insbesondere bei Test- und Entwicklungsinstanzen. Wenn das nicht okay ist, dann sollte der Kunde vielleicht hochverfügbare Datenbanken haben, wo man dann schwenken kann, ob das dann im laufenden Betrieb so einfach ist oder ob das dann auch wieder die laufenden Abfragen beendet, das sei dahingestellt. Da kann man dann vielleicht mit den Kunden das auch besser planen, aber im Prinzip sollte man da dann schauen, dass man das automatisiert, möglichst automatisiert handhabt und insbesondere eben auch die Testinstanzen zuerst macht, vielleicht eine Woche vorher, um dann den Kunden die Möglichkeit zu geben, da eventuell noch zu reagieren. Man muss aber auch dazu sagen, dass Postgres da einen sehr guten Track Record hat, was Sicherheitsupdates oder generell Patch Releases angeht. Es werden da nur klare Bugs behoben. Es gibt keine neuen Features und insbesondere gibt es keine Kompatibilitätsprobleme, außer für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ein Sicherheitsupdate dann eben irgendwelche Änderungen benötigt oder ein katastrophaler Fehler. Das passiert eigentlich nicht und ist dann meistens auch eher lokal. Im Allgemeinen hat man da keine Probleme, wenn man die einspielt, aber es ist trotzdem sinnvoll und per BSI vorgegeben, dass man da eine Woche wartet. Genau. Dann der nächste Punkt wäre Härtung der Standardberechtigung. Hier wieder, das schreibt BSI soweit vor, was man dabei Postgres machen sollte. Aus unserer Sicht sind die Standardberechtigungen
so weit zu härten, dass man das eben nicht mehr macht. Also Postgres erlaubt standardmäßig, sich im Prinzip an allen Datenbanken anzumelden. Deswegen sollte man das erstmal vielleicht revoken. Es gibt die sogenannte Rolle Public, in der jeder Nutzer drin ist und die relativ viel darf. Also wenn man sich erstmal verbunden hat an der Postgres-Datenbank erfolgreich, dann darf man relativ viel. Postgres erlaubt standardmäßig nicht, dass man sich per TCP-IP zum Beispiel auf eine Postgres-Datenbank verbindet. Also wenn man was installiert, ist es nicht sofort im Internet, abgesehen davon, dass man vielleicht eh eine Firewall hat oder ein VPN. Aber wenn sich jemand verbinden darf, dann darf er erstmal relativ viel. Er darf sich an alle Datenbanken anmelden und insbesondere darf er im Public-Schema Sachen anlegen, so wie er will. Und das ist in der Tat schon ein größeres Problem. Deswegen sollte man das auch unterbinden und dann im Zweifelsfall halt mit den Kunden dann Einzelmaßnahmen treffen, falls sie das irgendwie benötigen, beziehungsweise halt dann mit denen reden, was da jetzt nötig ist. Genau. Das dazu. Dann generell der System- und Datenbankzugriff, also wie man da überhaupt drauf kommt. Der Systemzugriff, dazu ist zu sagen, wichtig ist, Postgres-Nutzer sollte sich nicht via SSH einloggen dürfen, braucht er eigentlich auch nicht. Ja? Man sollte immer eine persönliche Kennung haben, die über einen Jump-Host geht, die sich auf dem Datenbank-Server einloggt, wenn man das überhaupt muss. Und diese Jump-Host sollte dann auch nur im VPN stehen und nicht im gesamten Internet verfügbar sein. Und dann natürlich einloggen, wenn es geht, nur mit SSH-Schlüssel und auf das VPN nur mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter und so fort. Das sind eigentlich generelle Sicherheitsmaßnahmen. Aber genau, man sollte sich als technischer DBA mit seiner personalisierten Kennung einloggen und dann, wenn nötig, auf den Postgres-Nutzer per sudo aufschalten. Generell sollte man natürlich auch keinen direkten Root-Zugriff erlauben, wobei das, wie gesagt, den größeren Firmen und Behörden dann oft den technischen DBAs gar nicht erlaubt ist, Root zu werden und diese Art der Betriebssystem-Sachen dann nicht im Bereich des DBAs liegen. Der Systembenutzer ist halt der Instanzbenutzer. Man kann das natürlich umbenennen, sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht unbedingt einen riesen Vorteil. Den muss man, also der wird benötigt, um die Instanz zu starten oder zu stoppen. Und wenn man ins Datenverzeichnis schauen will, bis zu inklusive Version 10 konnte Postgres oder hat sich Postgres geweigert, wenn das Datenverzeichnis nicht, also gruppenlesbar war mit irgendeiner Gruppe. Ab Version 11 kann man einer Gruppe Zugriff gewähren. Das heißt, vorher konnte man überhaupt nur als Postgres-Nutzer darauf zugreifen, wenn man zum Beispiel wissen will, wie groß eine Datenbank ist oder irgendwelche forensischen Sachen braucht oder so. Oder sonstige Sachen daraus kopieren will oder vielleicht auch ein Backup macht natürlich, wenn man das irgendwie selber macht. Sinnvoll wäre da, dass der Postgres-Nutzer nur bestimmte Sudo-Befehle macht, keine allgemeine Shell bekommt, ist aber in der Praxis oft schlecht umsetzbar und muss dann zu sagen, dass man oft dann eben doch diesen Zugriff dann als technische DBA bekommt. Generell was Kennungen und Passwörter angeht, da gibt es auch jede Menge, was BSI dann fordert. Auf jeden Fall ist es so, dass man als TDBA oder generell DBA einen Passwortmanager verwenden sollte für alle sonstigen Passwörter, wie, keine Ahnung, Nextcloud-Zugang oder sowas oder sonstige Sachen, die halt jetzt nicht, also die mit der Arbeit zu tun haben, aber nicht direkt eine Datenbankrolle sind. Der andere Punkt, der hier jetzt wichtig ist, Postgres selber ist in dem Fall leider nicht ganz so Enterprise, dass es nicht Änderungen oder es setzt keine Passwortrichtlinien um, wie jetzt Komplexität von Passwörtern oder regelmäßige Änderungen. Man kann auch nicht mehr sehen, wann sich eine Rolle, sein Passwort geändert hat, leider, eben sogar als Superuser nicht. Das heißt, da muss man dann schauen, dass man das anders umsetzt. Und unser Vorschlag wäre hier, als technischer Nutzer für Anwendungsserver Scram-Authentifizierung zu verwenden. Das ist eigentlich heutzutage State of the Art. Und dann den Anwendungsbetreuern oder wer halt immer das dann da fachverantwortlich ist für die Anwendung, dem dann schriftlich mitzuteilen oder zu verpflichten, dass sie dann eben die Passwörter ändern, wenn man das selber eben nicht kann. Und für sonstige Entwickler oder sonstige personalisierte Nutzer sollte man erstmal personalisierte Accounts verwenden, sodass man das auch dann eindeutig zuordnen kann. Und das kann man dann üblicherweise über LDAP oder Active Directory umsetzen. Da muss man allerdings aufpassen, dass die Verbindung, also das läuft dann so ab, dass Postgres
sich, man teilt dann Postgres sein AD-Passwort mit bei dem Verbindungsaufbau und Postgres versucht sich dann mit diesem AD-Passwort auf dem LDAP-Server oder AD-Server zu verbinden oder zu binden. Und wenn das funktioniert, dann erlaubt Postgres eben auch, sich mit dieser Rolle auf der Datenbank anzumelden. Generell kann man alternativ noch GSS-API verwenden, ist aber leider sehr kompliziert und man braucht dann oft irgendwie Hilfe bei dem AD-Server, die man vielleicht dann nicht hat in größeren Umfällen. Verbindungsfreischaltung, das ist der Punkt, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel TCP-IP-Verbindungen zu machen. Wichtig ist, dass für TDBAs, man sollte es nur über personalisierte Kennung über TCP-IP machen oder eben lokal über die sogenannte Peer-Authentifizierung. Wenn man sich schon lokal angemeldet hat mit SSH und dann eben Sudorechte hat für Postgres zum Beispiel, dann kann man sich auch als Postgres-Rolle an der Datenbank lokal über ein Socket anmelden. Das ist dann okay. Ansonsten muss man halt bestimmte Quell-IP-Adressen freischalten lassen für TCP-IP-Bindungen in der sogenannten PGHBA-Conf. Da hat man ein Minimalprinzip zu befolgen. Und generell sollten die verschlüsselt sein, sogenannte Host-SSL, und es sollte feingranular möglich sein, die einzelnen Datenbanken da zu machen. Man kann zum Beispiel eine Scrum-Gruppe und eine LDAP-Gruppe machen, um die einzelnen, also zum einen die technischen Benutzer abzugrenzen und die sonstigen Benutzer, sodass man zum Beispiel in Produktionen nur den technischen Benutzern Zugriff gibt, aber eben nicht den LDAP-Nutzern. Das ist dann möglich oder auf jeden Fall nur den Applikationsservern die IP-Adressen gibt. Das wäre jetzt hier mal so ein Beispiel einer PGHBA-Conf. Jetzt vielleicht noch ein paar kurze Worte zu sonstigen Punkten im laufenden Betrieb. Protokollierung ist im Prinzip wichtig, ist im Prinzip auch ein gewisser Eigenschutz für DBAs. Ja, man hat selber natürlich Super-User-Rechte und man will ja dann auch gegenüber dem Chef oder dem Chefchef oder dem Behördenleiter oder dem was weiß ich was, Geschäftsführer, nachweisen können, dass man da keine Sachen gemacht hat, wenn es mal ein Problem gibt. Deswegen wichtig oder sinnvoll, ein Protokollierungskonzept zu haben und aus unserer Sicht auch vielleicht sinnvoll, revisionssichere Logdateien zu haben. Wie gesagt, die DBAs können das dann oft irgendwie schreibend auch ändern, wenn sie Zugriff auf die Postgres-Rolle haben, weil der muss es ja schreiben können. Eine Möglichkeit ist da rsyslog oder syslog-ng zu benutzen, um das an Logserver zu verschicken, wo dann die TDBAs nur Leserechte haben. Das ist auch dann hilfreich, wenn Fach-DBAs Zugriff auf die Server-Logs brauchen. Man kann das vielleicht dann auch rausfiltern, irgendwelche personalisierten Daten noch auf der syslog-Seite. Und dann müssen sie da keinen SSH-Zugriff auf den Produktivserver haben, sondern nur auf den Log-Server. Oder eben kriegen das sonst wieder zu. Und man muss aber auch die Aufbewahrungsfristen beachten. Man kann das dann zusätzlich Auditierung nennen. Leider Logging von Verbindungen, das Verbindungsaufbau, Abbau ist leider unflexibel, kann man nur ganz oder gar nicht machen. Was man machen sollte, ist DDL-Konfigurationsänderungen zu loggen, ja, und das verlangt BSI und sinnvollerweise aus Eigenschutz eben dann Datenänderungen der TDBAs zu loggen, dass man halt nachweisen kann, dass man das eben nicht gemacht hat oder eben nur nach Ticket sowas macht. Die PG-Audit-Erweiterung ist da sehr hilfreich, wenn man gezielt irgendwas loggen will. Also zum Beispiel nur Änderungen auf eine bestimmte Tabelle oder so, das hilft dann da weiter. Dann Backup und Restore ist ein weiter wichtiger Punkt. Auf jeden Fall braucht man da ein Datensicherungskonzept. Man sollte vermutlich ab einer gewissen Größe von Datenbanken physikalische Backups haben, kann man vielleicht dann auch ein bisschen automatisiert einstellen. Da auch sinnvoll, ein fertiges Produkt wie zum Beispiel pgbackrest oder Barman zu verwenden und nicht sich das selber zu basteln, weil man da gesehen hat, dass es da durchaus auch zu subtilen Problemen kommen kann. Man kann natürlich auch Dumps machen, gerade wenn die kleiner sind. Das kann man dann auch per lokalem Skript durchführen. Man muss die Retention Time beachten. Oft wird es halt dann auf Tapes oder so ausgelagert, aber dass man da vielleicht genug Platz hat auf der lokalen Instanz oder eben einen zentralen Backup-Server hat. Was auf jeden Fall wichtig ist, sind automatisierte Restore-Tests. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, dass man da das zum Beispiel einmal die Woche für produktive Instanzen macht und bei Point-in-Time-Recovery auch danach noch einen Dump macht, weil man da nicht sicher gehen kann sonst, dass tatsächlich die Daten konsistent sind, wenn sie nur hochgefahren wird, Postgres nach dem Einspielen, aber vielleicht nicht alle Daten lesen kann. Dann noch ein kurzer Punkt zum Monitoring. Es reicht oft
Zinger Monitoring mit ein bisschen Alerting, das deckt das, was BSI will, ab. Aber natürlich ist es hilfreich, ein sinnvolleres Monitoring zu haben, um zum Beispiel Performance-Probleme zu finden. Das ist aber eigentlich ein Vortrag für sich. Hier jetzt nur üblicherweise die beiden Stacks sind dann Check Postgres als Itzinger-Plugin und dann InfluxDB Grafana für Graphen oder eben Prometheus Alert Manager und Node oder Postgres oder SQL Exporter für Metriken und dann auch wieder Grafana Dashboards. Das dazu will ich jetzt nicht mehr dazu verlieren, sondern vielleicht noch ein paar Schlussbemerkungen zu machen. Was ich schon versucht habe, soweit zu sagen, ist, dass, klar, das ist alles sehr bürokratisch, aber ab einer gewissen Größe sind viele von diesen Anforderungen einfach sinnvoll und helfen auch. Es ist vor allem auch Selbstschutz für Datenbankadministratoren oder insbesondere für externe Dienstleister oder Freelancer, dass man eben einen Auftragsberechtigten oder einen Ansprechpartner hat, die einem dann halt eben sagen, ja, geht nicht, und man nicht das selber entscheiden muss, dass man einen Paper Trail hat bei solchen Sachen, dass man durch Protokollierung, Auditierung nachweisen kann, dass man selber eben nichts gemacht hat. Man sollte auf der anderen Seite auch nicht zu sehr die BSI-Keule schwingen und bei jeder Kleinigkeit sagen, nee, geht nicht, BSI. Also das ist eigentlich auch nicht wirklich hilfreich. Man kann das schon mit Augenmaß umsetzen oder verargumentieren und begründen, und oft kann man dann auch mit den Leuten reden. Und generell auf der anderen Seite ist es aber dann auch wieder eine ganz gute Argumentationsgrundlage, wenn sich zum Beispiel jemand weigert, von Postgres 8.4 oder so wegzugehen, weil sie keine Lust haben oder die Anwendung angeblich das nicht unterstützt, dann kann man durchaus mal sagen, das kannst du schon so machen, aber dann brauche ich eine Risikoübernahme. Genau, und damit wäre ich eigentlich auch schon am Ende von meinem Vortrag und würde jetzt für Fragen noch zur Verfügung stehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.